Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren, aber diesmal wirklich letzten Spieltags-PK im Jahr 2020 nach unserem gestrigen Spiel zu Hause gegen den VfB Oldenburg. Wir gucken auf das Spiel mit unserem Trainer und Manager Rudi Yazin, hallo, und mit Kasim Rabihic, unserem Stürmer. Rüdiger, das ist wohl die kürzeste Retrospektive, die wir bisher gemacht haben, 16 Stunden nach dem Spiel und ein Regenerationstraining später. Kann man ja ganz schlecht jetzt sagen, wie die Trainingsqualität war. Wir gucken ja immer gerne zurück auf die Trainingsarbeit. Aber deswegen die Frage, wie ist es mit den Spielern, mit dem Kader, mit den angeschlagenen Spielern? Gestern ist der Dave mit einem Beutel am Knie vom Platz gelaufen. Wie ist die Lage? Ja, die Situation einfach von gestern unverändert. Dave hat einfach die letzten beiden Spiele schon ein bisschen Problematik mit dem Innenband, aber hat ihn nicht behindert. Grunde dann eine Vorsichtsmaßnahme, dass er es weiter kühlt, weiter behandelt wird. Bjarne Tölke, den wir auswechseln mussten, auch ja, eine muskuläre, leichte Zerrung womöglich im Bauchmuskelbereich. Muss man sehen, ob das für Samstag reicht. Der wird auf alle Fälle mitfahren, wird das versuchen. Und ansonsten, klar, geht es darum, zu regenerieren, zu pflegen, dass wir entsprechend am Samstag wieder eine frische Mannschaft auf den Platz stellen können. Kasim, du warst ja gestern ja für viele überraschend in der Startelf und hast ein tolles Spiel gemacht. Wie sind so deine Gefühle jetzt? Weil du hast ja vorher lange nicht in der Startelf gestanden und jetzt plötzlich bei so einem wichtigen Spiel? Vielen Dank erstmal. Ja, ich glaube, jeder Spieler ist glücklich, wenn er wieder spielen darf. Und ja, hat mich gefreut. Ich wollte dem Trainer der Mannschaft zurückzahlen mit einer guten Leistung. Ich glaube, es hat zum größten Teil funktioniert. Und wenn wir als Mannschaft dann gewinnen, ist das Ziel erreicht. Rüdiger, Halle. Unangenehmer Gegner zu Hause, haben zuletzt gegen Mannheim 3-1 gewonnen. Wie ordnest du unser gestriges Spiel mit Blick auf Halle jetzt ein? Erstmal stelle ich eine Gegenfrage, welcher Gegner ist nicht unangenehm in der dritten Liga? Trotzdem stimmt schon, gerade zu Hause haben sie jetzt mehr ihre Qualität auf den Platz gebracht. Muss einfach sehen, welchem System sie agieren werden. Haben Dreierkette, Viererkette gespielt. Müssen die Mannschaft wieder darauf vorbereiten. Letztlich war das gestern auch dann von Oldenburger Seite ein anderes Thema. Wir hatten die Mannschaft mehr auf Viererkette vorbereitet, trotzdem auch die Themen besprochen, was passiert, wenn sie Dreierkette spielen. Und ich glaube, wird ähnlich sein vom Thema Ballbesitz des Gegners, wie wir da angehen werden, auf beide Systeme die Mannschaft vorzubereiten. Ich glaube, das hatten wir gestern gut gemacht, die Umsetzung einfach gut und haben da viele Bälle geklaut, gerade in der ersten Halbzeit, die einfach deutlich besser war, und müssen einfach diese Tugenden auch wieder auf den Platz bringen und dann auch unabhängig vom Gegner, glaube ich, im eigenen Ballbesitz auch agieren. Großen Respekt vor jedem Gegner und trotzdem glaube ich auch, dass wir großen Respekt verdient haben und entsprechend die Leistungen dann in den letzten Wochen auch so sind, dass wir da hinfahren wollen und entsprechend ein Punkt und klar nach Möglichkeit 3 Punkte auch mitzunehmen. Kasim, jetzt wo du wieder so nah dran bist, bist du glücklich drüber, dass die Saison dann am Samstag vorbei ist? Oder wäre es für dich jetzt gerade in der Phase besser gewesen, wenn es noch weitergegangen wäre? Freut sich mal ein bisschen Urlaub, aber Stand jetzt hätte ich gerne noch ein paar Spiele mehr gehabt, glaube ich. Ja, und wie siehst du jetzt das Spiel in Halle? Erwartest du, dass du da jetzt eine ähnliche Rolle spielen kannst? Das muss der Trainer entscheiden. Er entscheidet, was das Beste für die Mannschaft ist. Er stellt dann im Endeffekt auf, wenn alle fit sind, was er denkt, was für die Mannschaft das Beste ist. Und da geht es halt wieder von Null los. Und da müssen wir von der ersten Minute Gas geben, genauso wie gegen Oldenburg. Und dann möglichst gut und ähnlich wie gestern zu spielen. Und dann hoffentlich mit dem Sieg nach Hause zu fahren, in die Pause.
Rüdiger, vielleicht noch ein Wort, bevor dass wir zu den Fragen kommen, zur Gesamtsituation der Tabelle. 30 Punkte, 16 Spieltage, Schlagweite nach vorne. Wie siehst du das? Sehe ich gut. Also, ja, beschreibt es einfach so. Mannschaft hat großen Aufwand geleistet die letzten Wochen, haben nötige Punkte eingefahren. Klar ist auch, dass 60 eine Schwächephase hat, wo man auch davon profitiert oder in der wir sie auch reingebracht haben mit unserem Sieg da selbst. Und trotzdem sind 16 Spiele gespielt und sind noch sehr viele Punkte zu vergeben. Im Moment sieht die Tabelle gut aus, aber wir wissen alle, sind noch sehr, sehr viele Punkte zu vergeben. Ja, das waren unsere Eingangsstatements. Kommen wir dann gerne zu den Fragen. Wir machen morgen am Sonntag einen Rückblick mit Daniel Batz zu einem Ranking in dieser Liga. Wo siehst du Daniel Batz? Hast du jetzt schon auch viele Torhüter da gesehen? Aktuell auf Nummer 1. Also muss man einfach sagen, ich glaube, dass er auch über die letzten Jahre gut gehalten hat, nur auch jetzt diese, gerade die letzten Spiele und auch davor unter Uwe Koschin hat schon einfach herausragend gehalten hat. Ich kann mich jetzt nicht an einen Fehler erinnern, der zum Tor geführt hat und hat die Mannschaft immer wieder im Spiel gehalten, die Null mitgehalten und ist, glaube ich, unbestritten, dass er zumindest also zu den Top 3 zählt und ich würde sogar sagen, dass er im Moment auch der beste Torwart ist in der Liga. Kannst du, oder darf ich anschließen, nochmal was zu Halle schon ungefähr, was gesagt, aber so, was macht diese Mannschaft in deiner Wahrnehmung aus? Klare Handschrift des Trainers, sie wollen auch Fußball spielen. Ist einfach so, dass sie relativ junge Mannschaft sind, fußballerischen Ansatz haben natürlich jetzt mit ihrem Kapitän, den sie zurück umfunktioniert haben, vom Abwehrspieler wieder in den Sturm, da eine gute Wucht, einfach gute Körperlichkeit auch mit drin. Ich glaube, eine gute Balance dann zu haben zwischen dem spielerischen Element, aber auch, wenn es mal sein muss, über einen langen Ball, zweiten Ball zu erobern und eine Wucht auch in der Box dann zu haben. Ich hatte gestern den Eindruck, dass Kasim auch hochblüht, wenn er sehr zentral spielt. Also als zweite Spitze, bin ich ja hinterher auch gesagt, er fühlt sich eigentlich auf 8 oder 10 wohler. Man hat jetzt den Eindruck, man hat sehr, sehr viele Spieler, die ins Zentrum zieht und wenige, die auf Außen spielen wollen. Ist das auch mit Blick auf die Winterpause so ein Thema, dass man sagt, vielleicht so ein schneller Außenspieler, gerade auch halb zweieinhalb, und dann bin ich auch gesagt, wenn wir mal so einen Konterspieler hätten, der andere mal wegläuft, würde der Mannschaft auch noch ganz gut tun. Tut, glaube ich, jeder Mannschaft gut. Schneller Flügelstürmer oder Offensivleute. Und trotzdem, wenn man jetzt Kasim fragen würde, was so in der Vergangenheit seine Position ist, die er am häufigsten gespielt hat, war das, glaube ich, auch oft die Außenposition. Also trotzdem ist einfach so, das war auch der Gedanke von gestern einfach, dass man, wenn der Gegner einfach tiefer spielt oder wenn man den Gegner einfach in die eigene Hälfte dann mal bekommen, dass wir da seine Momente im 1 gegen 1 oder sogar 1 gegen 2 einfach nutzen können, so wie es beim zweiten Tor dann auch war, wo er dann einfach die Vorlage gibt, hat er seine Qualität und letztlich glaube ich vom System her, wie wir es spielen, auch so zentrumslastig, kommt dahingehend auch der Mannschaft entgegen im Moment und man muss einfach sehen, was dann vielleicht im Winter auch verfügbar ist und trotzdem, glaube ich, habe ich oft genug betont, der Kader hat eine sehr, sehr gute Qualität, auch in der Breite. Und Stand jetzt muss man da nichts machen. Ich die Frage mal weiter an Kasim. Man hat schon den Eindruck gehabt, dass es dir entgegenkommt, wenn du direkt zentral spielst hinterm Stoßstürmer, weil du dann einfach mehr Ballkontakte hast. Ich glaube, dass du auch für dein Spiel brauchst. Du hast ihn so bisher deinen Saisonverlauf gesehen und jetzt gestern im Spiel im Zentrum, was ja dann auch richtig gut war. Ja, wie schon vom Trainer gesagt. Es kommt halt auch auf das System drauf an, wie wir jetzt spielen mit 3-5-2. Da ist halt nur ein Außenspieler da, aber in der Vergangenheit auch sehr oft außen gespielt. Klar, hinter den Spitzen oder jetzt auch als zweite Spitze. Man versucht halt das umzusetzen, was der Trainer fordert. Und ich glaube, es hat gestern geklappt, ob jetzt außen oder innen.
es kommt halt auch auf das Spiel an, wie der Gegner spielt, wo sich Freiräume ergeben. Manchmal läuft es besser, manchmal ein bisschen schlechter und gestern lief es halt relativ gut. So die Saison bisher, persönlich könnte es auf jeden Fall, ist Potenzial nach oben, so wie gestern zum Beispiel. Und ich hoffe, dass es in Zukunft so weitergeht. Kasim, du hattest ja eine Phase, wo es wirklich nicht gut lief. Ich hatte mal mit Richie drüber gesprochen, er hat gesagt, es fehlt ihm einfach das Selbstvertrauen. Wie ist denn das zurückgekommen? Ich glaube, das Selbstvertrauen hat nicht gefehlt, sondern schwer ins Spiel kommen. Die Spiele, wo ich gespielt habe, es hat einige Situationen haben nicht geklappt, unglücklich gewesen. Ich weiß nicht, Selbstvertrauen war immer da und gerade jetzt gestern das Beispiel, habe ich das Vertrauen vom Trainer bekommen. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, gut ins Spiel gekommen und wenn die ersten 2-3 Kontakte gut laufen, dann ist es meistens so, dass das Spiel auch gut läuft. In der dritten Liga ist jetzt Spiel wichtig. Das Spiel gegen 60 war unglaublich wichtig. Und gestern Morgen hat ein Spieler zu mir gesagt, ich sage den Satz nicht gerne, aber dieses Spiel heute ist verdammt wichtig gegen Oldenburg. Wie wichtig ist denn das Spiel gegen Halle, wenn man jetzt einfach nochmal vor Augen hat, nochmal da die Reihe draufsetzen zu können? Man hat eine lange Pause nach dem Spiel und spielt einfach mit einer Rolle, mit einem guten Gefühl, einfach in diese Pause zu gehen. Ich glaube, das hat einfach eine größere Bedeutung dann. Nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, mit dem Verlauf bisher, unabhängig von dem Ergebnis, auch am Samstag total zufrieden sein. Und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft nochmal alles raushauen wird, auch wenn sie müde sind. Ich glaube, die beiden letzten Spiele waren extrem laufintensiv. Die Mannschaft hat in beiden Spielen knapp 118 Kilometer abgespult. Die wird sich nochmal einfach quälen, die wird nochmal laufen, die wird alles versuchen, dass wir dieses wichtige Spiel vor der Pause auch noch gewinnen können. Eine Frage an Kasim bezüglich der Fans. Ich bin der Meinung, dass die gestern über sich hinausgewachsen sind, die Fans. Nach dem Spiel wurden die noch wirklich ganz stark gefeiert. Was macht das innerhalb des Kaders aus? Sport das dann noch mehr an? Auf jeden Fall, also wenn die Fans hinter einem stehen, gibt nochmal einen Ruck durch die Mannschaft, gibt nochmal Selbstvertrauen, eine gewisse Kraft, auch wenn es zum Beispiel unentschieden steht oder wenn wir in Führung gehen und das über die Zeit bringen müssen, das spornt auf jeden Fall an. Aber gestern war es vielleicht nochmal besonders vor dem Spiel, aber ich glaube, die waren jetzt über die Saison, immer nach dem Spiel haben sie uns eigentlich abgefeiert, bis auf ein paar Einzelne vielleicht, die enttäuscht waren nach ein paar Ergebnissen. Aber ich hatte jetzt die ganze Saison bis jetzt ein gutes Gefühl von den Fans eigentlich, dass die immer hinter uns stehen. Redet ihr in der Kabine nach dem Spiel noch drüber? Zum Beispiel gestern die Choreografie mit den Feuerzeugen, diesen gelben Lichtern, weihnachtliche Stimmung? Ja, vielleicht vereinzelt, aber als erstes freut man sich über den Sieg in der Kabine. Aber jetzt, dass wir jetzt komplett über diese Aktion reden, vereinzelt eher. Okay. Rüdiger, der Name Luca Kerber ist eben nicht gefallen bei der Aufzählung der Leute, die angeschlagen sind. Wie sieht es denn bei ihm aus? Nee, ich habe ja gesagt, dass im Grunde es keine Veränderung gibt und nur die jetzt mit Dave Gnase leicht angeschlagen vom Knie wird funktionieren und Bjarne Tölke, der wo wir sehen müssen. Luca Kerber wird auch für Samstag kein Thema sein. Rüdiger, ich habe heute Morgen mal ein bisschen Statistik gemacht. Das war in den vergangenen Jahren immer so, dass wenn man nach 19 Spieltagen, also nach der kompletten Runde, 30 plus X-Punkte hatte und dann erst in 3 war. Jetzt hat er gestern zum ersten Mal in der Vereinshistorie, dritte Liga, da haben 60 Spieler schon die 30 geknackt. In Anführungszeichen nur Vierter. In der Vergangenheit war es auch oft so, dass zwischen Platz 10 und Platz 3 dann nur 4 Punkte gelegen haben. Stimmt es mir zu, wenn ich sage, dieses Jahr ist es was Komisches, dass sich so eine Spitzengruppe mit 5-6 Mannschaften frühzeitig schon ein bisschen absetzt? Oder glaubst du, dass man durch Teams wie Hannover und Dresden vielleicht doch noch mal im Lauf ankommen können? Oder bleibt es vielleicht bei diesen ersten 5-6, die dann die Teilplätze unter sich ausmachen? Die Statistik ist ja eigentlich schon fast hinfällig, wenn jetzt nach dem 16. Spieltag schon 4 Mannschaften 30 Punkte haben. Also werden ja am Ende, werden es dann komplette Hinrunde, werden es wahrscheinlich
6 Mannschaften sein, die über 30 Punkte haben. Von daher ist klar, zeigt im Grunde auch die Qualität der Top 5, 6 Mannschaften und trotzdem auch so eine Mannschaft wie Dresden wird auch mit einer guten Serie an gewonnenen Spielen auch wieder rankommen können. Ich glaube, das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Wir sind zufrieden mit der Punktausbeute bisher. Das kann man einfach sein. Und trotzdem gibt es einfach Sachen, die wir auch noch verbessern müssen, verbessern können, dass vielleicht noch ein paar Punkte dazukommen. Du hast gesagt, so in Königsdisziplin mit dem Ball, Gegner bespielen, ob tief stehen, wie jetzt gestern waren oder auch nicht. Hat dir das gestern gefallen? Erste Halbzeit hast du mir gestern im Interview schon gesagt, aber welche Rückschlüsse gibt es da für das Halle-Spiel? Ich glaube, erste Halbzeit war vom Pressing und auch vom Moment im Ballbesitz war einfach gut. Wir müssen die erste Halbzeit, glaube ich, noch höher führen. Wo wir noch Chancen liegen lassen. Von daher war das schon eine richtig, richtig gute erste Halbzeit gegen eine Mannschaft, muss man auch zugeben, die einfach verunsichert war. Mit dem 0-1 dann schon einen Fehler gemacht hat und entsprechend müssen wir das noch mal mehr bestrafen. Und glaube, ist, wenn man in der dritten Liga 3-0 führt und trotzdem sagt, wir müssen mehr Tore schießen, ist das nahe Maximum. Das war gestern dann so, dass halt die zweite Halbzeit bisschen ruhig war, bisschen lässig war, wo man gemerkt hat, einfach wir sind besser und wir können das runterspielen, hat dann entsprechend halt nicht so gereicht, das einfach runterzuspielen. Und da irgendwo der Ansatz, dass wir über 90 Minuten gut spielen. Aber nochmal der Rückschluss auf Halle, also welche Strukturen gestern mit dem Ball, also ich würde gerne noch ganz ein bisschen ins Detail gehen, welche Strukturen haben dir gut gefallen, wo du sagst, irgendwie da läuft der Ball jetzt, das sind Dinge, die ich sehen will, über Tiefenläufe haben wir viel gesprochen, Kasim hatte seinen Anteil und so, und lässt sich das sozusagen auf das Halle-Spiel irgendwie so wie eine Blaupause drauflegen, wir das so angehen zu wollen? Ja, also ich glaube, wie wir es von hinten raus über Torwart und die Dreierkette einfach vom Spielaufbau her lösen und die erste Linie zu überspielen vom Gegner, ist einfach gut, sehr variabel. War gegen Meppen schon gut, wo wir dann die Fortsetzung nicht so gut war. Und das war gestern ähnlich, wo wir immer im Grunde immer ins Mittelfeld reinspielen konnten, über die Außenpositionen reinspielen konnten. Und ich glaube, das wird auch gegen Halle Thema sein, dass wir im Spielaufbau von hinten raus schon vom Abstoß von der letzten Linie her einfach Geduld haben müssen, gute Struktur drin haben müssen. Und dann wird auch dann gegen Halle über einen spielerischen Ansatz möglich sein, auch nach vorne zu kommen und dann gefährlich zu werden. Und dann wieder Thema dann im Übergangsspiel dann auch Tiefe einfach drin zu haben, von der Achterposition, von den Stürmern, um die Abwehrkette des Gegners einfach Richtung Tor zu beschäftigen. Zum Spiel müssen, würde ich mal zum Winterfahrplan, also unser Restfahrplan des Jahres kommen. Was habt ihr geplant? Wie wird das aussehen? Am 14. Januar geht es ja erst weiter. Und wie viel wird dann von der Entscheidung ab, wenn dann die Beantwortung? Gut, letzten Endes haben Jürgen und ich die Planung einfach jetzt vorangetrieben für die Zeit dann nach dieser 2-Wochen-Pause. Das heißt, Mannschaft kriegt 2 Wochen frei. Trainingsstart ist dann Montag, der 28.11. Ja. 28. Und wir werden dann freitags ins Trainingslager fliegen in die Türkei. Freitag ist dann der 2. Dezember und kommen dann am 10. Dezember samstags wieder zurück. Entsprechend dann 1-2 Tage frei. Und starten dann dienstags wieder eine normale Trainingswoche mit einem Freundschaftsspiel, das noch geplant ist. An dem Wochenende, 17., 18., 12. trainieren bis kurz vor Weihnachten, um dann wieder ein paar Tage freizugeben, um 2. Januar die Vorbereitung dann auf das Punktspiel dann anzugehen. Liegt eine Weltmeisterschaft dazwischen? Wer wird Weltmeister? Also natürlich Deutschland. Oder Kasim? Gibt keinen anderen. Anschlussfrage an den Kreuz. Gibt es da Spiele, wenn ich sage? Nimm bitte das Mikro.
Manche Fragen gibt es ja Spiele, kann ich sagen, aber das ist ja auch so, dass man auch testen will, was man gemacht hat. Es sind zwei Testspiele geplant und auch schon fast festgezogen. Werden noch nähere Informationen veröffentlicht zum Trainingslager, denn es gibt viele Fans, die wollen auch dahin reisen und die sind schon ganz nervös und fragen. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Vorabinfo. Entweder Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche, wo wir dann die genauen Abläufe dann bekannt geben werden. Und auch das Hotel und so weiter. Da wird alles drinstehen, was der geneigte Fan wissen muss. Super. Rüdiger, die Frage nach dem weiteren Prozedere muss ja auch kommen. Du hast vor Oldenburg gesagt, unser Ziel ist es zur Vorbereitung, einen neuen Trainer zu präsentieren. Kannst du das Zeitfenster ein bisschen einengen? Ist da nächste Woche mit was zu rechnen? Oder wie ist denn so der Stand der Gespräche? Also, weißt du, du wirst keinen Namen nennen, aber ist schon was sehr konkret? Oder seid ihr noch in der Findungsphase? Kann das jetzt noch schnell gehen? Oder wie sieht es im Moment aus? Es wird nicht schnell gehen, weil es aufgrund der Vielzahl der Spiele jetzt einfach auch stressig war. Und daher wird eher dann in der Woche vor dem Trainingsstart eine Entscheidung kommen. Vielleicht noch die Info, werden das Mannschaften sein, die aus der Türkei kommen oder eher Mannschaften? Trainingslager in der Türkei ist angedacht, dass wir da gegen zwei türkische Mannschaften spielen. Türkische Erstligisten. Weitere Fragen sind nicht erkennbar. Dann wie üblich nochmal die Rahmenbedingungen für Samstag beim Halleschen FC. 14 Uhr live bei Magenta und bei uns im Fanradio. Immer sehr empfehlenswert, wer da nicht dabei sein kann. Wir hoffen natürlich auf einen guten Jahresabschluss, werden begleitet von mindestens 600 Fans und hoffen, dass wir da im Osten bei einem starken Heimverein auch entsprechend bestehen und mit dem guten Gefühl dann in die kurze Winterpause dann gehen werden. Euch allen bis dahin eine gute Zeit. Wir werden uns zwischenzeitlich dann vor Weihnachten nochmal melden, damit wir uns auch dann richtig in die Weihnachts- und Neujahrszeit verabschieden können. Deswegen bleiben wir mit dem Gruß heute defensiv. Wir sehen uns demnächst. Noch einen schönen Tag und tschüss.